Freunde gepflegter Videospielunterhaltung, schön, dass ihr euch wieder in eines meiner Videos verklickt habt. Heute ganz kurz entschlossen nach Impulskauf ein Impuls-Let's Play-Video aufnehmen. So gehört sich, so gehört es zusammen. Ne? Wer A kauft, muss auch B aufnehmen oder so in die Richtung. Ihr kennt das vielleicht, ihr klickt euch durch die Kür in Steam, lasst euch ein paar Spiele vorschlagen und bam, beim zweiten Vorschlag so, oh komm, nimmst du mit. So geschehen bei mir bei Miscreated, was wir hier heute im Video sehen, was ich jetzt vorstellen möchte. Netter Impulskauf. Das Spiel selber ist so ein Open-World-Survival-Ding. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich DayZ, ist glaube ich so der größte Name im Genre. Oder H1, Z1 auf der PlayStation auch. Also Open-World-Survival-Game. In diesem Fall, bam, gerade fast vor den Baum gerannt. In diesem Fall Postapokalypse, ne? Ihr wisst, was ich meine. Postapokalyptische Welt, so Walking Dead meets The Last of Us meets Fungus Amungus, whatever. Also werden wir hier vielleicht in diesem Video auch schon den einen oder anderen Zombie sehen und um unser Leben rennen, ne? Wie diese Menschen hier. Sind das blutige Handabdrücke an der Wand? Naja, in jedem Fall, es ist First Person, aber mein Mausrad lässt es zu Third Person werden. Schaut mal hier. Wie geil ist das denn? Naja, in jedem Fall, wir starten mit nichts außer einem nicht gefüllten Rucksack, einem T-Shirt, wahrscheinlich auch einer Unterbuchs. Jetzt wird es immer dunkler, scheiße. Und dieser Taschenlampe, die ich natürlich sofort angemacht habe, sonst siehst du hier gar nichts. Und wir starten mittendrin in irgendeiner Welt. Kriegen sofort ein Leckerchen hier in diesem ersten Häuschen. Also, wie gesagt, Miscreated heißt das Spiel. Es ist noch im Early Access. Ich habe es mir für einen Zehner gegönnt. Und unten links seht ihr auch den Chat. Ich antworte so nett, wie ich bin. Nö. Keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wovon er redet. Egal. Jedenfalls, Spiel im Early Access dementsprechend. Ich möchte darauf aufmerksam machen, wenn irgendwas zuckelt, irgendwas kaputt ist. Die Entwickler sind in diesem Stadium der Spieleprogrammiererei nicht schuld. Natürlich nicht. Dafür ist ja Early Access da. Ne? Wir können spielen. Wir sind Alpha-Tester. Nichts weiter. Dann haben wir hier. Erkennt sich jemand wieder? Ja, ich bin's nicht. Ja, ist das erste Spiel dieser Art, was ich persönlich spiele, also für Leute, die Erfahrung haben im Genre. Kommentiert mir gerne, was ich falsch mache, was gut oder was schlecht ist. Und ob ihr es vielleicht sogar selber schon habt, ne? Für einen Zehner kann man es mal riskieren, warum auch nicht? Hatte positive Kommentare. Und dann ist das mit dem Impulskauf mal leicht gemacht. So, Schleicherei Deluxe. Ich hoffe, die Sonne geht irgendwann mal wieder auf. Ich glaube, man kann hier im Inventory gucken. So, da sind wir. Hier ist die Taschenlampe. Ich klicke die mal an. Durability. Ich wollte gerade gesagt haben, ich glaube, die hat keine Nutzereinschränkung. Das ist leider Unsinn. Sie hat noch 100% Durability. Also ich kann mir vorstellen, irgendwann ist die auch weggenutzt. Und dann ist es komplett dunkel. Und dann ist so ein Let's Play-Video auch witzlos. Kann ich auch ein Hörspiel aufnehmen. So, Keep Out. Nein. Leider nicht, ich muss hier rein. Oh, ich kann mich blenden. Woo! Rieseneffekte. So, Hallöchen. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Ne? Dann nehme ich deine Coke. Ich hab so Durst. So, na ja. Lucky, lucky. Oh, und Wasser gibt's auch. Ob das noch gut ist? So. Richtig schön. Den Obama ins Weiße Haus setzen? Nein, machen wir nicht. So. Oh, gleich gehen wir oben eine Runde PlayStation spielen, bin ich mir sicher. So, hier, mehr zu essen. Ah ja, na klar. Wer ist es? Das ist der. Der Herr des Hauses, der da liegt. Eine Map! Wow! Eine Map. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das heißt. Kann man springen? Man kann springen, natürlich mit Space. Zack. Oh. Kaputter Fernseher. Hier wird heute Abend keine Euro geguckt. Schade. Wird bestimmt ein spannendes Spiel. So. Wir krabbeln mal nach oben. Keine Geräusche soweit. Keine Zombies. So, hier war. Oh. Get Stowpack. Was ist das? Was ist ein Stowpack? Hier ist die Map. Map of Orca Island. Ah, warte mal. Dann machen wir doch hier. Oh, ich habe Flipflops an, sehe ich gerade. Oh, kann man da bessere Schuhe anziehen? Yes! Combat Boots, geil.
So, das sind die Combat Boots, ne? Genau. Ja, guck mal, haben wir direkt richtig schön den Charakter aufgewertet. Yeah, Baby. Bringen die irgendwas mit sich? A pair of 10 Combat Boots, open a can of Whoop-Ass. Genau. Protection Medium, also. Und die haben Protection None. Das heißt, wenn uns jetzt jemand blöd kommt, hauen wir dem richtig, treten wir dem mit den Combat Boots das Gesicht ein. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich drücke auf die 3. Auf der 3 lag die Map. Ich glaube, es ist nicht abgestürzt, es ist einfach nur dunkel, weil wir die Flashlight weggemacht haben. Ich drücke wieder auf die 2 und schalte die Flashlight wieder an. Okay, keine Ahnung, vielleicht können wir die Map nur nutzen, wenn es natürliches Licht gibt. Schauen wir dann vielleicht in 10 Stunden nochmal. Oh, Regen! Freunde, schaut raus, es ist Regen. Das Spiel hat Regen und hat Wettereffekte. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, komm mal hier. Nichts zum Aufnehmen. Boah, schöner Sound auch. Boah, stimmungsvoll, Hallöchen. Richtig geil. So, hier ist alles schon geplündert, nehme ich mal an. Rick und Konsorten waren schon hier. Okay, zweites Klo. Selbstverständlich. Mehrere Klos pro Etage. Ihr kennt das von zu Hause. So, was haben wir hier oben? Das Spielzimmer. Ich denke mal, das ist alles zufällig generiert. Was haben wir hier? Peace. Das sind Erbsen. Ja, für alle, die in Englisch nicht aufgepasst haben. Lecker Erbsen. Und hier ist nichts. Okay. So. Da muss ich aber jetzt raus, alleine für den Effekt. Alleine, um euch was zeigen zu können. Hier geht's runter. So. Woo! Ich will in den Regen. Ich will in den Sturm. Wo ist es? Wo geht's raus? Nein, zu barrikadiert. Was ist denn hier los, Freunde? Da geht's raus. Yay! So, Licht mal aus, damit ihr nichts seht. Macht Sinn, ich weiß. Nee. Okay, keep out. Wir kamen von hier. Das heißt, wir gehen hier weiter. Da, ins nächste Haus. Also bisher muss ich sagen, Ersteindruck von so Survival Games. Boah, ist das spannend hier. Geht richtig durch die Decke. Mann, bin ich durch den Wind hier. Passiert ja einiges. Nicht vergessen, Freunde, es ist Early Access. Wenn das Spiel richtig draußen ist, dann passiert mehr. Ganz sicher. So, was haben wir hier? Schöner Fernseher. Hier HDMI-Anschlüsse. Nicht zu erkennen. Nee, ist kein HDMI. Was ist da los? Kein HDMI. Da kann man die PlayStation 4 gar nicht anschließen. So ein Crap. So, oh, da ist Essen. Jawohl. Tomatengrütze. Und Weintetres. Was auch immer das ist, nehme ich. Bin auch ganz ehrlich, wie man essen kann, weiß ich noch nicht. Aber wenigstens berausche ich mich an mir selber. Mit ganz viel Spaß. So, weiter geht's. Wenigstens haben wir ein abgewracktes Dach über dem Kopf. Während draußen die Welt untergeht. Was haben wir hier? Kann man das aufmachen? Ne? Warte mal. Ne? Warte mal, ich kann, glaube ich, treten. Da! Ich kann treten! Bam! Und dann zappelt ein bisschen das. Ne, nix. Was haben wir hier? Aha, eine schöne Blume. Ja, für all die Ladies, die jetzt zugucken. Ja, die ist für euch. Die ist euch gewidmet. Jawohl. So muss das sein. Lalala. Oh, oh, oh. Sturzhelm. Ja, geil. Nehme ich. Hallo. Klick. Jawohl, da ist er. So, das gleiche Bild wie in dem anderen Haus. Ja, das ist die Familie, dem die ganzen Häuser gehören. Das ist, links ist der Thomas und rechts ist die Mona. Ja, und die beiden, ja, die haben richtig weit gebracht im Leben. Die haben ganz viele Häuser gebaut und haben ihre Fotos da reingestellt. Und sind dann ausgezogen wieder. Wie man das halt so macht. Ihr kennt das. Okay, immer noch schlechte Stimmung draußen. Dann ziehen wir uns mal um. So, Biker, gucken wir mal, was bringt der uns? Durability 100 und sonst nix. Und der hier, Durability 100 und sonst nix. Oh! Excellent for cold weather. Ich würde jetzt einfach mal sagen, draußen ist es kalt, weil es regnet. Es gießt in Strömen und auch hier bei Miscreated. So. Ich glaube, da komme ich her. Das ist falsch.
Weil da war dieses mit dem Keep-Out-Schild. So, nächstes Zimmer oder Haus hier. Hallo. Nicht sprinten. Aber man kann auch sprinten. Dann ne, hat man kein Licht. So, hier geht's weiter. Schauen wir mal. Auch hier ein sehr schönes Wohnzimmer. Nicht so ganz aufgeräumt, aber ey, hatte man keine Zeit mehr für, als die Zombies gekommen sind. Ach, falsch gedrückt. So, jetzt hier die Suppe. Hier war Suppe. Nom nom. Nehmen wir mit. Plebsi. Oh, ach, Pepsi. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. Mit euch auch ja keiner verklagt. So, hier nochmal. Thomas und Mona. So, feiern wir mal die Entwickler ab. So, zack, so atmosphärisch. Geil. Thomas und Mona. Da schon wieder. Also, die haben ihre Fotos echt überall hingestellt. Vielleicht ist das auch so eine Art von Claiming. Dann kriegen die einmal im Monat kriegen die Mieteinnahmen und können die dann in Waffen investieren. Thomas und Mona, sowas wie Bonnie und Clyde, die rennen hier auf der Insel rum und investieren ihre Miete. Ah, und ganz toll, großartig. Bin weggeflasht von dem Spiel bisher. So, hier, schön. Schönes Gebüsch. So, da hinten blitzt es. Es grummelt und donnert. Hier in die Hecke springen kann ich nicht. Okay. Ja. So, wer bis hierhin geguckt hat und noch nicht gelangweilt abgeschaltet hat, herzlichen Dank dafür. Gerne dieses Video liken und viel gerne. Boah, ganz, ich habe schon gedacht, da liegt eine Leiche, aber es ist nur ein kaputtes Moped. Wo war ich? Ah ja, genau. Video liken gehört sich, versteht sich von selber. So, hier krieche ich rein. Jawohl, geht alles bei dem Spiel. Und abonniert den Kanal, Freunde. Ja, wenn das Video durch die Decke geht, boah, ich glaube, dann mache ich mehr davon. Aber hier gibt es auch viele anderen Spaß. So, hier ist ein kaputtes Radio mit Blutflecken dran. Hier ist ein kleiner Monitor. Hier wurde früher Counter-Strike gerockt, aber jetzt nicht mehr. Auf Twitter 140 Zeichen Liebe. Ja, kommt gerne auf Twitter vorbei. @letsplaymaker, da ist es immer witzig. Da gibt es auch einen Screenshot hier von Miscreated. Ja, der ist richtig gut. Ja, ich will nicht zu viel wegnehmen, aber der ist richtig gut, der Screenshot. So, hier ist nichts zu holen. Keine Waffen. Also, ich habe im Trailer gesehen, man kann auch Leute umballern. Vielleicht habe ich mir das Spiel auch nur deswegen geholt. Wer weiß das schon? Würde ich ja nie zugeben. So. Ah, nächstes Haus, nächste Langeweile. Regnet's rein? Nee, regnet nicht rein. Boah. Ein bisschen Schockerpotenzial ist durchaus da. Und weiter geht's. Ich bin ja auf einem Server mit anderen Menschen. Ne? Ich habe ja gesagt, Multiplayer, Survival und so. Und es waren, glaube ich, 32 von 36 Menschen hier drauf. Ne? Deswegen. Ich bin sehr verwundert, dass ich hier niemanden sehe. Dass mich hier noch niemand versucht hat abzumurksen. Ja, jetzt ruckelt das Spiel ein bisschen. Ja, zu viele Effekte für meinen Rechner. Aber hey, hier gibt es wieder Suppe. Lecker. Lecker Suppe. Was haben wir denn unten rechts? Ich guck mal unten. Guckt auch mal mit unten rechts kurz. Also, wir sind noch null verseucht. Unsere Körper hat eine Temperatur von 36,9. Ist das nicht erhöhte Temperatur? Haben wir leichtes Fieber? Ich weiß es nicht. Dann haben wir O2. Achso, O2 ist Luft, denke ich mal. Also wenn wir schwimmen. Oh, guck mal. Ich gehe mal hier näher dran für euch. Guck mal hier, richtig schöne prasselnde Effekte. Geiler Scheiß hier. Ja, super. Ich glaube, das Ding wird auch mit der Crytek Engine oder Unreal 4. Irgendwie, ich glaube, die Engine, die nutzen, die Entwickler, die ist gar nicht mal so scheiße. Egal. So, dann haben wir 76% nicht Durst. Sitt. Nennt man das Sitt? Ja, Sitt. Also da sind wir noch gut aufgestellt. Wir haben 84% Sättigung. Also Hunger ist auch weit weg. Und dann ganz unten die Gesundheit. 100%. Also uns hat noch kein Zombie angeknabbert. Und auch noch keiner versucht zu erschießen. Voll geil. So, also weiter geht's. Boah, es wäre auch so schön jetzt, wenn die Nacht mal vorbeiging. Ich weiß gar nicht, wie das von der Zeit her geht. Wie schnell da die Stunden voranschreiten. Ob das Echtzeit. Also Echtzeit kann ja. Boah, geiler Blitz. Game of the Year Candidate hier. Oh, da hab ich. Oh, da ist das Licht. Das Licht. Oh, je. Da brennt. Oh, jetzt. Oh, Freunde, jetzt geht's richtig ab hier. Jetzt ist The Walking Dead Reloaded hier. Uiuiui. Da ist Feuer und hier links brannte auch was. Gott, da hab ich Bock drauf. Euch jetzt nochmal richtig noch so ein Highlight, ne? Dass ihr nicht denkt, boah, hätte ich dem Let's Playmaker noch nicht zugeguckt, der nervt. Da!
Guck mal eine an. Machen wir mal die Taschenlampe aus. Hier ist genug Licht. So. Super geil. Avoid Pills. Ne? Ihr kennt das. Keine macht den Drogen. Ah, man kann mit der rechten Maustaste kann man noch zoomen. Dann guckt der Kollege genauer hin. Oh, jetzt ruckelt's. Hinten ist wieder Licht. Und hier ist geile Street Art. So, jetzt muss ich mal gucken, was mache ich jetzt? Ah, hier ist jetzt kein Licht mehr. Hier gehen wir lang. Die dunklen Gassen. Taschenlampe wieder aus. Jetzt sprinten wir mal da hinten hin. Da brennt auch was. Ist halt die Frage, ist das realistisch bei dem prasselnden Regen, dass es noch brennt? Ist es noch realistisch? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist was. Ne, nur Müll. Ja, zugewachsene Autos. Voll geil. Ja, komplett The Last of Us. Fehlen nur Joel und Ellie in irgendeiner Ecke kauernd. Dass man mal Hallo sagen könnte. So, hier, okay. Alles geil. Im Müll vielleicht eine Schrotflinte. Ja, so der Klassiker. Nee, nicht. So, dann gehen wir hier rein ins Lagerhaus. Endlich mal Blut. Wieder. So, was haben wir hier? Kühlbox. Kann man nicht aufmachen. Ah komm, das ist doch hier so ein Waffenladen. Da muss da noch eine Schrotflinte für mich übrig sein. Komm schon, Schrotflinte. Longsleeve-Shirt, geil. Ne Cowboy-Hut. Boah, geil. Jetzt finden wir die richtig geilen Sachen hier. Da gibt es wieder Suppe. Gin. This item cannot be carried. Warum? Warum nicht? Warum kann man den Gin... Das Spiel will mich doch trollen. Schweine. So ist hier Geld. Mit wir wie Tom und Mona. Get out of here. Oh. Oh, warum denn? Wegen der Zombies. Bestimmt wegen der Zombies. Oh, da ist das Office des Managers hier. Ja, geil. Necklace. Hier findet man ja alles. Im Early Access, Freunde, findet man jetzt schon alles. Kann man hier Sachen... Ah, man, genau, man kann keine Sachen aufmachen. Das ist ein Dealbreaker, Jungs. Da müsst ihr reinprogrammieren. Ich will Sachen öffnen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, hier, guck mal, die Kette haben wir angelegt und die hat unsere Figur auch schon. Super geil. So, jetzt haben wir hier das Longsleeve Cotton Shirt. Was haben wir denn hier? A green T-Shirt with a logo on it. Ja, super geil. Super geil. Ich zieh mir lieber das an. Sieht cooler aus. Kann man nicht anziehen? This item is not empty. Was? Naja, okay. Mir muss sein. Den Hut aber jetzt. Komm. Ja, den Hut. Who's the man? Rick Grimes, meine Freunde. Wir basteln uns immer mehr Rick Grimes. Aha, hier auch schön gemalt. Get out of here. Mhm. Nicht, dass ich das schon mal gelesen hätte. So, hier weitergehen. Oh, das hat aufgehört zu regnen. Also... Ich rufe aus, dynamisches Wetter, Freunde. Early Access schon mit dynamischem Wetter. Wer möchte sich ausmalen, wieder geruckelt, was denn hier los? Wer möchte sich ausmalen? Kann man hier vielleicht eintreten, die Scheibe? So. Oh. Ne, ist Panzerglas. Schade, Panzerglas. Ja, wer möchte sich ausmalen, wo das Spiel sich noch hin entwickelt, wenn es jetzt schon dynamisches Wetter hat? Hörst du bitte auf zu laggen oder zu ruckeln, was auch immer? Ach, cannot be carried. Jetzt weiß ich auch warum. Weil unser Inventar ist voll. Ja, muss ich den Entwicklern sofort mal eine Nachricht schicken. Leute, das muss man besser... Oh, Spinnennetz. Oh, Survival Knife. Ja, das ist die erste Waffe. Da ist die erste Waffe, Freunde. Ich muss auch Sätze mal zu Ende bringen. Habt ihr vollkommen recht. Ich sollte den Entwicklern sagen hier... Ihr müsst doch mal... was wollte ich überhaupt? Jetzt bin ich vollkommen raus. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Warte mal. So, das Knife kommt auf Slot 1. Geht nicht. Auf Slot 4? Geht auch nicht. Warum nicht? Auf Slot 3. Warum kann ich 4 und... Naja, Pech. 3. Ja, hört er das Geräusch? Yeah, ich steche Menschen ab, wenn ich will. Ja, versteht sich von selbst. Also bisher ist das Video nicht ab 18. Von daher... Muss ich noch keinen Disclaimer aufstellen. Aber, liebe Kinder, abstechen ist uncool. Ihr wisst das selber. So, was können wir hier noch machen? So, hier. Oh, das war eine ranzige Bar hier. Guck mal. Wodka. Mini-Wodka. Mhm. So, hier. Kann man hier irgendwie Licht aus, Licht an? Nee. Schwarzes Brett ein bisschen? Nee. Okay. Ja, jetzt, wo ich die erste Waffe habe und das... Und der Regen aufgehört hat.
Würde ich sagen, ja, hier in der Bar mache ich es mir gemütlich. Kann man sich irgendwo hinkauern? Aufs Klo natürlich, wohin sonst? Und wie komme ich jetzt aus so einem Spiel raus? Leave Server in 30 Sekunden. Ich glaube, dann geht so ein Spiel zu Ende, glaube ich, ne? Und dann wacht man da wieder auf beim nächsten Mal. Kann das sein? In jedem Fall, das war der Ersteindruck von Miscreated. Ja, wir hatten dynamisches Wetter, wir haben ganz viele Taschenlampen-Action gesehen, leider keinen Gegner, keine Zombies gesehen. Kann vielleicht in einem weiteren Video noch kommen, was ich mache. Wenn ihr hier viel liked, wenn ihr kommentiert und abonniert und ihr kennt das alles. Von daher, bis zu diesem Moment erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen und so, ne? Let's Playmaker out.